Sie kennen vielleicht den ganz alten Stummfilm mit Charlie Chaplin. Ein fahrender Glaser mit Fensterscheiben hinten auf dem Rücken lässt im Vorfeld Fensterscheiben einschmeißen und bietet dann seine Dienste an, diese Fenster neu zu reparieren. Gegen Geld, versteht sich. Genauso handeln die Grünen, genauso handelt die Bundesregierung hier. Sie führen uns im Sturzflug in die Energiekrise, ziehen uns das Geld aus der Tasche und bringen Mittelstand und Handwerk in Existenznöte wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Und dann stellen sich eben die Grünen und die Bundesregierung hin und heucheln Mitleid. Der Dieb schreit, haltet den Dieb. Das ist ein großes Maß an Heuchelei, meine Damen und Herren.